Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Newstime, dem zweiten versprochenen Video dafür, dass gestern Riegelfreitag nicht kam, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Und zwar sind es heute 8 Themen plus dem Wetter. Und ich würde es, und ihr könnt in den Kommentaren darüber diskutieren, wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mit Thema Nummer 1 an. Auto schleudert bei Illertissen über den Grünstreifen. Die Fahrbahn war nass und der Autofahrer wohl zu schnell unterwegs. Deshalb ist am frühen Freitagabend ein Unfall auf der A7 passiert. Und zwar etwa 100 Meter nach der Einfahrt Illertissen in Richtung Süden. Ein BMW besetzt mit 2 jungen Männern geriet auf Höhe der Ausfahrt ins Schleudern. Durchpflügte anschließend den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand und kam schließlich quer zur Einfädelspur zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Na, das ist gut, dass niemand verletzt wurde, weil man hat ja selten so viel Glück, dass niemand verletzt wird. Thema Nummer 2. Beim Echinger Tunnel brennt ein Auto aus. Auf der A96 bei Eching fängt ein PKW Feuer. Daraufhin wird der Tunnel in beide Richtungen gesperrt. Wohl schon im Autobahntunnel bei Eching hat am Freitag gegen 17.20 Uhr ein Auto Feuer gefangen. Laut einem Polizeisprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck schaffte es der Autofahrer gerade noch aus dem Tunnel herauszukommen, bevor der Wagen stärker in Brand geriet und dadurch womöglich eine größere Katastrophe ausgelöst worden wäre. Das ist auch gut, weil so ist nur das Auto mordsmäßig geschädigt worden, wahrscheinlich durch den Brand. Weil so Menschenleben ist immer noch wertvoller in dem Moment wie das Auto. Weil das Auto kann er sich immer nochmal kaufen dann. Also so ein Auto kann er sich nochmal kaufen, meine ich jetzt. Dann sind wir bei Thema Nummer 3. Stadt Neuburg setzt Belohnung für Hinweise aus. Innerhalb der vergangenen Tage hat ein derzeit noch unbekannter Schmierer die Mauer am Grabenspielplatz in Neuburg verunstaltet. Mit schwarzem Spray wurde ein Schriftzug großflächig aufgebracht, schreibt die Stadt Neuburg in einer Mitteilung. Der Vandalismusschaden wird nun kostenintensiv entfernt. Die Stadt Neuburg hat auch diesmal Strafanzeige gestellt und startet zusätzlich einen Aufruf zur Ergreifung des Verursachers. Na, hoffentlich finden die den Verursacher. Ich wünsche ihnen viel Glück. Und sobald es was Neues gibt, gebe ich es bekannt. Nummer 4. 25-Jähriger unerlaubt mit Riesen-Pickup unterwegs. Für einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries ist der amerikanische Traum in der Nacht zum Freitag auf der B2 abrupt geplatzt. Wie die Polizei mitteilt, hat sie der Mann auf der Fahrt in seinem Pickup angehalten und dabei festgestellt, dass der 25-Jährige damit gar nicht unterwegs sein dürfte. Und ich habe den Artikel auch weitergelesen. So viel da drin stand: In Amerika ist wieder andere Regelung mit dem Fahrzeug, aber hier in Deutschland wird das gleich dramatisiert und dimensional irgendwie wieder anders gehandelt. Und ja, der muss sich jetzt halt ein anderes Auto kaufen, würde ich sagen, weil mit dem riesen Fahrzeug, wo ihr da gesehen habt, während ich vorgelesen habe, habe ich ja Bild eingeblendet, also mit dem Fahrzeug darf er praktisch nicht unterwegs sein. Dann sind wir bei Thema Nummer 5. Autofahrer prallt in Lauingen gegen eine Verkehrsinsel.
einen Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro verursachte ein zunächst unbekannter Autofahrer am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen. Das teilte die Dillinger Polizei mit. Der Mann war beim Ausfahren aus einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes gegen eine Verkehrsinsel gefahren und beschädigte dort ein Schild. Oh, scheiße, kann man da nur sagen. Ein Sachschaden von 1000 Euro. Nicht gerade wenig. Dann sind wir schon bei Thema Nummer 6, Zahl 6. Kliniken und Polizei in Lörrach warnen vor Betrügeranrufen. Die Kreiskliniken warnen vor betrügerischen Anrufen. Im St. Elisabethen-Krankenhaus hätten sich zahlreiche besorgte Bürger gemeldet. Ein Anrufer habe von Kindern auf der Intensivstation berichtet, die angeblich teure, selbst zu bezahlende Medikamente benötigen. Andere Angerufene seien aufgerufen worden, sich sofort zur Impfung zu begeben und damit die Wohnung zu verlassen. Die Rufnummer war stets unterdrückt, die Anrufe nicht nachverfolgbar. Also an die Bürger und Bürgerinnen in Lörrach, falls da welche das Video sehen, Vorsicht, ne? Es gibt ja viele Betrügermaschen mittlerweile. Falsche Polizisten, der Rentnertrick, also der Oma-Trickbetrüger oder wie das heißt, ne? Die überlegen sich ja immer wieder neue Sachen. Und ich habe auch heute noch in der Zeitung sogar gelesen, dass in eine Kita und in eine Schulklasse, also in eine Kita ist einer einbrochen und hat da drin geschlafen und in eine Schulklasse ist auch einer einbrochen und hat da geschlafen. Und in der Kita, weil da einer geschlafen hat, das ist deswegen aufgekommen, weil die Betreuerin hat den Einbrecher schlafend aufgefunden. Da habe ich mir auch gedacht, so ein Pech. Dann sind wir bei der Nummer 7. Zahnarzt tötete Ex-Frau und Surfer hinterrücks mit 10 Schüssen. Vermutlich, weil er die Trennung nicht verkraften konnte, tötete Zahnarzt Hartmut F. 47 Jahre, seine Ehefrau 43 Jahre und deren neuen Freund Tobias H. 53 Jahre. Nach RTL Nord Information soll er dies hinterrücks mit mehr als 10 Schüssen getan haben. Das erfuhr RTL Nord exklusiv aus Ermittlungskreisen. Die mutmaßlichen Tatwaffen hatte er bei seiner Festnahme am Mittwochabend in Hamburg bei sich. Doch nun fanden Taucher weitere Waffenteile im Eckenförder Hafen, ganz in der Nähe des Tatortes, in Dänischen Hagen. Die Teile sollen nicht von F ins Wasser geworfen worden sein. Naja, also sobald was Neues rauskommt, gebe ich es bekannt. Ich habe dazu jetzt ein Video. Im Eckernförder Hafenbecken finden Polizeitaucher heute Mittag Waffenteile. Die Beweismittel werden in dieser Papiertüte transportiert. Zeugenaussagen haben die Ermittler dorthin geführt. Nicht der Tatverdächtige, sondern eine bislang unbekannte Person soll die Waffenteile dort entsorgt haben. Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Angeklagte im Besitz von mindestens 2 Schusswaffen gewesen sein dürfte, als er die Tat beging. Er hat eine Schusswaffe bei sich geführt, als er sich am Abend gestellt hatte bei der Polizei, die sichergestellt worden ist. Wir haben Anhaltspunkte für eine zweite Waffe gefunden gehabt, deswegen auch heute noch mal die Absuche in Eckernförde in dem Hafenbecken. Die Ermittler gehen davon aus, dass Hartmut F. am Mittwochvormittag in Dänischen Hagen seine Ex-Partnerin und deren mutmaßlich neuen Lebensgefährten erschossen hat. Mehr als 10 Schüsse soll er nach RTL Nordinformationen von hinten auf sie abgefeuert haben. Der passionierte Jäger flieht, ein Großeinsatz wird ausgelöst. Hartmut F. stellt sich am Mittwochabend im Hamburger Polizeipräsidium. In der Nacht gibt der Zahnarzt den Ermittlern Hinweise auf eine weitere Tat. Daraufhin findet die Polizei in diesem Kieler Mehrfamilienhaus die Leiche eines 52-Jährigen. Hartmut F. kommt in Haft.
Nach Angaben oder nach Aussage seines Rechtsanwaltes bestreitet er die Tat nicht, macht aber keine näheren Angaben. Insofern müssen wir auch da mal abwarten, wie sich das entwickelt. Auch die Munitionskisten, die die Polizei in Hartmut F.'s Wohnhaus in Westensee findet, werfen noch Fragen auf. All seine 4 legalen Waffen und seinen Jagdschein hatte er nach einer Anzeige seiner Frau wegen Körperverletzung im Januar abgeben müssen. So bestätigt es der zuständige Landrat RTL Nord. Warum er dennoch Schusswaffen besaß und damit 3 Menschen getötet hat, nur einige der offenen Fragen für die Ermittler. So viel dazu und jetzt kommen wir zu Nummer 8, zur letzten Nummer. Versunkenes Geisterdorf in Südtirol taucht aus dem Wasser auf. Der Kirchturm mitten im Reschensee ist ein absoluter Hingucker. Aber was liegt eigentlich darunter? Genau dies ist jetzt für ganz kurze Zeit zu bewundern. Der Stausee wurde wegen Wartungsarbeiten trockengelegt und dadurch sind die versunkenen Mauern des Dorfes aus den Fluten aufgetaucht und lassen einen kurzen, mystischen Blick in eine seit 70 Jahren versunkene Welt zu. Ja, also sowas finde ich persönlich immer total interessant und ich habe jetzt hier auch ein kleines Video und danach sehen wir uns zum Wetter wieder. Dieser Kirchturm hat den Reschensee bekannt gemacht, denn er ist ein Indikator für das, was unter der Wasseroberfläche verborgen ist. 2 versunkene Ortschaften. Nun sind deren Ruinen zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder zu sehen. 1950 wurden die mittelalterlichen Gebäude geflutet. So wurde ein Speichersee für ein Wasserkraftwerk geschaffen. Aufgrund von Reparaturarbeiten an dem Stausee wurde dieser nun über mehrere Monate lang trockengelegt. Nur wenige haben das allerdings mitbekommen, da pandemiebedingt weniger Touristen in der Gegend sind. Diejenigen, die die Überreste von Häusern, Stufen und Kellern im Rahmen der Trockenlegung erblicken, können sich glücklich schätzen. Denn die Befüllung des Sees mit Wasser hat bereits wieder begonnen. Am Pfingstsonntag bleibt es weiterhin unbeständig, besonders im Süden und Osten kann es noch häufiger gewittrige Schauer geben. Im Norden und Westen bleibt es bis auf einzelne Regengüsse länger trocken. Die Sonne scheint dort besonders am Nachmittag länger, ist aber auch in den anderen Landesteilen immer wieder zu sehen. Der Wind schwächt sich im Vergleich zum Vortag schon deutlich ab, doch vor allem in Küstennähe und in höheren Lagen weht er weiterhin kräftig. Die Höchstwerte liegen verbreitet um 15 Grad. Und somit waren das die 8 Themen, worüber ihr diskutieren könnt und das Wetter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, die stehen hier im Bild und in der Videobeschreibung. Mein Zweitkanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die Videobeschreibung vom ersten Videofeuer von Max Grüßt, Folge 44 muss ich noch machen. Und die hier wahrscheinlich auch, aber das mache ich dann alles in Ruhe später. Und übrigens, heute Abend kommt der ESC, der Eurovision Song Contest. Also wer Interesse hat, kann den angucken ab 21 Uhr im 1. Ich werde ihn auf jeden Fall angucken. Wir haben bisher jedes Jahr anguckt. Außer letztes Jahr, da ist er aus Corona-Gründen ausgefallen. Aber heute Abend kommt er. Und da schau ihn an. Ansonsten war's das. Habe die Ehre. Wir sehen uns.